In unserem Beitrag werden wir unter anderem Sozialräume, Stadtteile beleuchten, in denen Bürgerinnen in der Obdachlosigkeit und Bürgerinnen außerhalb der Obdachlosigkeit gemeinsam leben. Es geht darum, Maßnahmen, Möglichkeiten zu eruieren, die ein Miteinander der beiden Gruppen ermöglicht und aufzuzeigen, inwiefern Bürgerinnenbeteiligung zur Transformation der Obdachlosenhilfe beitragen kann und bereits beigetragen hat. Außerdem soll die Vernetzung innerhalb eines sozialen Raumes und die damit einhergehende Partizipation der Obdachlosenhilfe und der obdachlosen Personen in diesem Sozialraum genauer beleuchtet werden. Abschließend wird noch die Bürgerinnenbeteiligung in Housing First Projekten genauer erläutert, da dies ein Sonderfall der Obdachlosenarbeit ist. Grundsätzlich steigt die Einwohnerinnenanzahl in Österreich, besonders in Städten wie Wien, in den letzten Jahren stetig. Dadurch wird automatisch der öffentliche Raum auch mehr und von verschiedensten Gruppen beansprucht. Diese zum Teil widersprüchlichen Anforderungen an den öffentlichen sozialen Raum fordern auch die soziale Arbeit. Phänomene wie Armut und soziale Ungleichheit werden im öffentlichen Raum besonders sichtbar. Sozialarbeiterinnen bewegen sich somit in verschiedenen Spannungsfeldern, die aus verschiedenen Nutzungsinteressen und Erwartungen an den öffentlichen Raum entstehen. Dementsprechend halten sich dort immer verschiedene Menschengruppen auf und es entstehen Konflikte. Vernetzung und Kooperation mit anderen Organisationen ist somit genauso eine Teilaufgabe von Mitarbeiterinnen der mobilen sozialen Arbeit wie Beschwerde- und Konfliktmanagement mit bzw. zwischen verschiedenen Gruppen im öffentlichen Raum. Das Thema ist grundsätzlich von gesellschaftlicher Relevanz, da die Obdachlosigkeit so niedrig wie möglich gehalten werden soll. Folglich hat sich die österreichische Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe, die BAWO, das übergeordnete Ziel gesetzt, die Obdachlosigkeit zu beenden. Es kommt in der Obdachlosenarbeit trotzdem immer wieder zu Akzeptanzproblemen bei anbeiwohnenden Bürgerinnen und Passantinnen. Laut BAWO heißt Partizipation grundsätzlich, dass Menschengruppen oder Organisationen in Entscheidungs- und Willensbildungsprozesse eingebunden werden. Das gilt auch für BürgerInnen der Obdachlosenarbeit. Jutta Henke und Axel Steffen schreiben dazu, dass es nicht nur häufig zu Akzeptanzproblemen bei der Eröffnung von neuer Wohnprojekte für obdachlose Menschen kommt, sondern dass die Beteiligung der AnrainerInnen als eigenständige Aufgabe mitbedacht werden muss. Dasselbe gilt auch für Streetwork in der Obdachlosenarbeit. Prinzipiell ist es ein Ziel, sie stehen auch als Zielgruppe bei uns im Konzept drinnen, Passanten oder Passantinnen oder sonstige AnrainerInnen. Wenn ich jetzt auf ein anderes SEM-Team schaue, SEM Plus, die gerade im nahen Umfeld von der Suchthilfe, also auch im Tageszentrum Liedmeier, tätig sind und da AnrainerInnen Beschwerden auch bearbeiten, wo es vielleicht auch teilweise um Konsum im Stiegenhaus und so weiter geht. Mhm. Da wird der Kontakt bewusst gewünscht und von unserer Seite und auch teilweise gesucht zu AnrainerInnen, wenn sie sich melden, dass wir uns dann auch anbieten für weitere Themen. Also wenn, sagen wir mal, eine Beschwerde auch in den Bezirk weitergeleitet wird, dann bieten wir uns gleich an. Da ist unsere Nummer, die Person kann direkt mit uns reden, damit man das Thema auch gleich vielleicht persönlich besprechen kann und da auch so unterstützen. So sollen aufkommende Dissonanzen vermieden werden. Stefan Gillich meint allgemein dazu, dass durch die Auseinandersetzung mit einer gewissen Lebenswelt die Akzeptanz dieser gegenüber steigt. Dadurch und durch die Bereitschaft, sich in gesellschaftliche und politische Prozesse einzubringen, wird das Zusammenleben in einer Lebenswelt erleichtert und weniger soziale Konflikte entstehen. Dies kann eins zu eins auf die Obdachlosenarbeit übertragen werden. Denn auch in dieser werden so Konflikte vermieden. Prinzipiell ganz wichtig, denke ich mir, das hängt von der Intervention ab. Also es steht einmal der Klient, die Klientin oder das Thema im Vordergrund, wenn die Bemerkung kommt und man die Möglichkeit hat, noch da was
zu bearbeiten, also über Lebenswelten von marginalisierten Menschen aufklären, total wichtig. Mhm. Das machen wir auch. Wir bieten auch Workshops in den Rahmen an für Kooperationspartner, Partnerinnen. Das sind teilweise auch, weil ich den Westen nur erwähnt habe, zum Beispiel der Mungo Security als die von der ÖBB zuständige Sicherheitsfirma am Bahnhof, zum da ein bisschen über Lebenswelten berichten oder Reinigungspersonal auch Lebenswelten näher bringen, aber auch Umgang mit potenziell infektiösem Material. Das heißt, wenn Konsum passiert, intravenöser Konsum auf PC-Anlagen zum Beispiel, dass da auch ein Umgang damit gelehrt wird, sage ich mal, dass man nicht nur ein Misskübel reindrückt, sondern halt vielleicht auch Handschuhe anhat und wie auch immer da. Also, ja, also aber jetzt wieder auf marginalisierte und obdachlose Menschen zurück. Ja, wir klären sehr gerne auf Lebenswelten auf und wollen für Verständnis sorgen. Die mobile soziale Arbeit der Suchthilfe Wien sucht so den Kontakt mit Geschäftstreibenden und AnrainerInnen an öffentlichen Plätzen, an denen sie arbeiten. Dies ist laut ihrer Website ein Teil ihrer Arbeit. In diesem Zuge führen sie sowohl Entlastungs- als auch Informationsgespräche mit AnrainerInnen und PassantInnen durch, um Konflikte zu vermeiden. Treten dennoch Verunsicherungen aufgrund des Verhaltens einzelner marginalisierter Menschen auf, so leisten sie auch Beschwerdemanagement, um Konflikte zu lösen und zu vermeiden. So wird automatisch auch Sensibilisierungsarbeit für die Lebenssituation der Betroffenen geleistet. Dadurch konnten die Mitarbeitenden einige potenzielle Konflikte vermeiden, deeskalierend tätig sein und Entlastungsgespräche durchführen. Sie erachten einen Teil ihrer Arbeit als erfolgreich, wenn durch regelmäßige Beratungsgespräche, Informationsgespräche und Vermittlungen die Lebenssituation von marginalisierten Personen wie Obdachlose verbessert wird. So verzeichneten sie in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt ca. 380 Beschwerdemanagementgespräche. Titus Simon und seine Kollegen erläutern im Lehrbuch der Wohnungslosenhilfe, dass die moderne Wohnungslosenhilfe an erster Stelle weiterhin die Grundsicherung und Grundversorgung der Klientinnen sicherstellen muss. Sie ist in zweiter Linie aber auch für eine lebensraumbezogene Integration der Klientinnen zuständig. Weiter erläutern sie, dass die Obdachlosenhilfe eine bürger- und gemeindenahe soziale Arbeit ist, die sich ihren alten Aufgaben in einem neuen gemeindenahen Rahmen neu stellt. Erreicht werden soll damit, dass die Obdachlosenhilfe in das allgemeine Leben aller einkehrt und sich dort verortet. Außerdem soll sie dadurch dezentralisiert werden, um so eine regionale Koordination und Vernetzung verschiedenster Akteure zu bewirken. Gerade Vernetzung und Kooperation ist total wichtig bei uns in der Arbeit. Das heißt, dass eine moderne gemeindenahe Obdachlosenhilfe dazu führt, dass sich regional verortete Einrichtungen mit unterschiedlichen fachlichen Richtungen zur Unterstützung vernetzen und die Obdachlosenhilfe somit in die soziokulturelle Lebenswelt der Region eingebunden wird. Zum Beispiel kann Streetwork im Obdachlosenbereich einfacher an eine regionale ambulante Beratungsstelle eingebunden werden. Die Suchthilfe Wien erklärt, dass soziale Arbeit automatisch auch immer Schnittstellenarbeit ist. Sie sagen, dass soziale Arbeit wesentlich erfolgreicher ist, wenn die Kooperation zwischen den unterschiedlichen Hilfseinrichtungen funktioniert. Dadurch ist es Ihrer Meinung nach besser möglich, gemeinsam effiziente Hilfe für Betroffene bereitzustellen. Ich könnte es jetzt nicht voll umfassend aufziehen, glaube ich, mit wem wir kooperieren, zusammenarbeiten, aber einfach schauen in den Bezirken selber, dass wir in den wichtigen Gremien vertreten sind. Das sind Regionalforen, die stattfinden in den einzelnen Bezirken, wo dann soziale Institutionen dabei sind, aber auch Polizei teilweise, also gerade von Gemeinsam Sicher, teilweise vom Bezirk Ansprechpersonen dabei sind. In Hülle und Fülle, also es sind teilweise Treffen, wo 30, 40 unterschiedliche Einrichtungen dabei sind vom Bezirk, und das heißt, das fallen mir sehr schwer, jetzt alle aufzuzählen. Ja, ja. Aber
Durch die beschriebene Vernetzung können sowohl betroffene Personen als auch die soziale Arbeit selbst besser in den sozialen Räumen partizipieren. Auch die BAWO, Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe in Österreich, hat regionale Netzwerke, in denen sie sich mit lokalen Organisationen vernetzen, um die Förderung und Weiterentwicklung von Standards in der Wohnungslosenhilfe voranzutreiben. Solche Netzwerke gibt es in allen österreichischen Bundesländern außer im Burgenland. Die Deutsche Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe beschreibt dazu Anforderungen an die Obdachlosenarbeit, damit dies möglich sein kann. Ein Aspekt, der erläutert wird und für unseren Beitrag von besonderer Bedeutung ist, ist die Öffentlichkeitsarbeit. Dazu schreibt sie, dass die Öffentlichkeitsarbeit notwendig ist, um Fachwissen für Nicht-Fachleute verständlich zu kommunizieren. Dies soll öffentliche Präsenz und Transparenz der Obdachlosenhilfe gegenüber Bürgerinnen bereitstellen. Außerdem soll durch Öffentlichkeitsarbeit Informations- und Pressearbeit geschehen, in welcher wiederum die Präsenz und Transparenz der Obdachlosenhilfe gesichert werden. Zusätzlich, wie zuvor beschrieben, durch offene Kommunikation und eine einfache Kooperation mit regionalen Partnern ermöglicht werden. Beim Thema der Partizipation in Zusammenhang mit Housing First Projekten wird der Text Strategien sozialräumlicher Integration von Wohnungslosen von Axel Steffen und Jutta Henke genau erläutert. Viele wohnungslose Menschen befinden sich in einer existenzbedrohlichen Lebenslage und können diese meistens nicht ohne Unterstützung überwinden. Die Ursachen dafür sind unterschiedlich und ganz individuell. In der praktischen Sozialarbeit wird in der Wohnungslosenhilfe also zuerst versucht, einen Wohnraum und darüber hinaus dann weitere Hilfestellungen zu aktivieren. Die schnelle Organisation eines dauerhaften und mietrechtlich abgesicherten Wohnraums ist deshalb so wichtig, weil die Menschen dadurch schnellstmöglich reintegriert werden. Axel Steffen und Jutta Henke schreiben außerdem, dass internationale Studien belegt haben, dass Housing First Projekte dem Anspruch an Normalität in der Wohnungslosenhilfe am ehesten nachkommen. Das Ziel des Housing First Ansatzes ist es, sowohl das psychisch Kranke als auch wohnungslose Menschen so schnell als möglich mit einem Wohnraum versorgt werden. Es gibt dazu aber auch das genaue Gegenteil, nämlich den Treatment First Ansatz. Dabei geht es um eine Schritt-für-Schritt-Reintegration von Wohnungslosen, wobei die Problemlagen der Wohnungslosen und psychisch Erkrankten vor dem Einzug in einen Wohnraum verarbeitet werden. Axel Steffen und Jutta Henke betonen dabei, dass der große Vorteil beim Housing First Projekt der systematische Zugang zum Wohnraum ist. Bei Peter Linhuber, dem stellvertretenden Leiter von Winzidach Salzburg, haben wir herausgefunden, dass das Housing First Projekt wohnungslose und psychisch kranke Menschen durch intensive und individuelle sozialarbeiterische Betreuung unterstützt, um Betroffenen zu einer wieder selbstständigen Lebensführung zu verhelfen. Von Peter Linhuber haben wir auch erfahren, dass es sich bei ihnen fast ausschließlich um Betroffene mit einer Doppeldiagnose handelt, also wie schon gesagt, um eine psychische Erkrankung und einem Leben in Obdachlosigkeit, und diese werden dann unterstützt, einen Mietvertrag zu unterschreiben. Das Besondere daran ist, am Housing First Projekt, dass das Winzidach in keinem Mietvertrag aufscheint, sondern die Wohnungen direkt auf die Klientinnen zugelassen sind. Damit geht dann auch einher, dass die NachbarInnen und AnrainerInnen nicht wissen, dass ihr neuer Nachbar quasi zuvor wohnungslos war oder möglicherweise psychisch erkrankt ist. Peter Linhuber hat dabei betont, dass diese Vorgehensweise von Winzidach ein wichtiger Schutz vor direkter Vorverurteilung für die Betroffenen ist. Man könnte dabei also sagen, dass das Nichtwissen bzw. das Nicht-Miteinbeziehen von NachbarInnen eine schnellere und sichere Partizipation an der Normalität für wohnungslose Menschen fördert. Peter Linhuber hat dazu noch gesagt, dass selbst wenn die SozialarbeiterInnen von Winzidach Hausbesuche durchführen bei Betroffenen und sie von anderen gefragt werden, wer sie sind oder was sie hier machen, dass sie sich nicht als SozialarbeiterInnen bekannt geben, sondern immer nur sagen, dass sie Herrn oder Frau XY besuchen. Peter Linhuber denkt außerdem,
dass es weitaus weniger Akzeptanzprobleme gibt, wenn NachbarInnen nicht wissen, dass die Leute von Minzidach kommen. Er meint, dass Menschen, die wenig bis gar nichts mit Sozialarbeit am Hut haben, schnell mal Begrifflichkeiten und Tatsachen verwechseln. Er hat ein Beispiel genannt, dass es zum Beispiel passieren kann, dass KlientInnen von Minzidach neben der Wohnungslosigkeit auch als Straffällige wahrgenommen werden, obwohl das natürlich nicht der Fall ist. Ich persönlich denke, dass man dagegen mit Aufklärung und offener Kommunikation vorgehen könnte. Aber der Aspekt des Schutzes für Betroffene ist natürlich vorzuziehen. Zusammenfassend heißt das, dass eine stadtteilorientierte, bürgernahe Obdachlosenhilfe drei konkrete Vorteile mit sich zieht. Die Sensibilisierung und Kommunikation von Fachwissen an Anrainerinnen, die Vernetzung mit regionalen Partnern, um einfache und schnelle Hilfe gewährleisten zu können, die Unterstützung der Klientinnen, sich in das Gemeinwesen einzubringen und sich besser zu integrieren. Aus diesen Gründen wird auf sozialraumorientierte Bürgerinnenbeteiligung und Gemeinwesennähe in der Obdachlosenhilfe schon länger geachtet und dies sollte auch weiterhin verfolgt werden.